Janina ist da. Grew up in the same neighborhood. Hallo und ganz willkommen zu diesem Vlog. Ich dachte mir, ich mache mal wieder einfach einen ganz normalen Alltagsvlog beziehungsweise eher Wochenvlog, weil der Vlog wird über mehrere Tage gehen. Und zwar, ja, passiert tatsächlich die nächsten Tage relativ viel. Heute ist Donnerstag und ich habe morgen am Freitag eine Prüfung. Ich habe am Dienstag eine Prüfung. Und das Coole ist außerdem aber noch, dass Jolina, eine sehr gute Freundin von mir von der Arbeit, mich besuchen kommt heute. Vielleicht kennt ihr sie sogar. Jolina hat auch ein Auslandsjahr in Australien gemacht und hat auch YouTube gemacht. Genau, und sie kommt mich für eine Woche in Wien besuchen. Ich freue mich extrem und ja, ich nehme dich einfach mal diese Tage ein bisschen mit und ich hoffe, dir gefällt der Vlog. Ganz viel Spaß! Ich habe mich jetzt gerade schon fertig gemacht. Das ist mein Outfit. Diese Jeans, die mir irgendwie viel zu groß geworden ist, deswegen auch der Gürtel, aber die ist trotzdem noch so, I don't know, so groß. Spiegel müsste ich mal putzen, I'm so sorry. Dann dieses cute Top, weil ja, es ist voll warm, es gibt mir Summer Vibes. Da deswegen auch die Halskette. Und ich hole Jolina gleich vom Bahnhof ab. Es ist zurzeit, let's see, es ist gerade 10.07 Uhr. Es ist so schönes Wetter, voll cool. Und ich freue mich, ich hole jetzt Jolina ab. Hallo! Jolina sitzt da und wir essen Frühstück, aber Jolina hat die weirdesten Essgewohnheiten. Was machst du da gerade? Ich esse Butter mit Salz, das ist jetzt nicht so komisch. Das ist schon normales Essen. Bitte schreibt mal in die Kommentare, ob ihr jemals Butter mit Salz gegessen habt. Das ist normal. Jolina ist da! Wir haben gerade schon ein bisschen gechillt und jetzt kochen wir schnell. Und ich gehe dann los zur Uni und Jolina erkundet ein bisschen Wien. Ja. Wir haben später einen Call zusammen, das wird richtig, richtig cool. Weil Jolina und ich arbeiten ja zusammen, falls ihr es noch nicht wusstet. Richtig cool, schon seit 3 Jahren oder so. Voll crazy. Auf dem Weg in die Uni. Jolina ist am Stephansplatz und ja, mache ein bisschen Touri-Sachen und ich gehe jetzt aber schon mal auf die Uni, weil ich morgen, wie gesagt, eine Prüfung habe und dafür einfach noch ein bisschen lernen muss. Und das Wetter ist so schön. Ich habe Jolina gerade in die BIP geschmuggelt, weil wir haben nämlich 2 Karten. Und ja, wir sind jetzt in der BIP und wir sind jetzt produktiv zusammen. Wir sind gerade am Lernen in den Beanbags. Es ist mega entspannt hier. Wir sind immer noch in der BIP. Es ist jetzt schon nach 8 Uhr. Ja, ich bin jetzt fast fertig mit dem Lernen. Was ist fast fertig? Ich will eigentlich noch mehrere Sachen durchgehen. Jolina ist fleißig am Arbeiten. Aber ich habe in einer Stunde Tanzkurs und wir wollten davor eigentlich noch essen gehen. Ich kann sagen, und ich habe Hunger. Ja, wir haben sehr Hunger, deswegen hoffentlich geht sich das aus. From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood. Wir haben jetzt Essen. Jolina hat mich nämlich ganz nett abgeholt mit Essen und wir essen jetzt. Wow, was ist das für ein Satz? Guys, ich buche das jetzt. Ich habe mich dazu jetzt entschlossen. Jolina ist auch hier, weil es ist auch schon nach Mitternacht. 12.30 Uhr haben wir. Wir wollten von einer halben Stunde ins Bett gehen. Wir wollten von einer halben Stunde. Ich wollte von einer halben Stunde ins Bett gehen, weil ich morgen eigentlich eine Prüfung habe. Aber Flüge buchen ist wichtiger. Deswegen, das machen wir jetzt. Wir machen das jetzt. Ich gebe jetzt meine Zahlungssachen ein. Holy shit! Ich mach das jetzt, fuck it. Jetzt bezahlen. Guten Morgen, wir sind gerade aufgestanden, basically. Und wir machen jetzt Glückskekse von gestern auf. Sieht so gammelig aus. Alles Jana ist schon fleißig am Lernen die ganze Zeit. Ja, ich hab halt meine Prüfung. Ich muss. Da ist die eine Hälfte. Geduld!
leiden. Und das ist auch sehr tolles Deutsch. Geduld leiden. Sie setzen ihre Pläne durch. Freuen Sie sich auf schöne Stunden. Die werde ich wohl haben. Hallo! Es tut mir voll leid. Ich habe den ganzen Tag gar nicht geblockt, aber heute war sehr, sehr, sehr busy. Und zwar hatte ich nämlich heute um 3 Uhr meine Prüfung, habe dementsprechend bis dahin noch gelernt und hatte dann die Prüfung selbst. Die lief uns sehr gut. Es war sehr, sehr, sehr einfach. Julina hat sich währenddessen Schloss Schönbrunn angeschaut. Und jetzt treffen wir uns in der Nähe von Karlsbad zu essen was. Hicken uns dann mit dem Essen in den Burggarten. Freue mich richtig, weil das Wetter ist traumhaft. Es sind einfach 23 Grad. Ich bin richtig, richtig happy. Einfach 23 Grad. Richtig Sommer. Und danach gehen wir an den Cocktailstand von der WU und danach eben zu der Silent Disco. Ich freue mich richtig. Okay, check. Ich habe keine Brille an, weil mir jetzt öfters mal gesagt wurde, dass ich ohne besser aussehe. Jetzt bin ich halt blind. Hello! Wir haben jetzt gerade gegessen im Burggarten, richtig schön, und wir gehen jetzt zum Cocktailstand. Ja. Lina hat Kreide gefunden. Was schreibst du? Wien. Oh, Wien ist toll. Wien-Liebe. Wien-Liebe ist schön. So, es wurde jetzt Medienkamera übertragen. Mhm, wir laufen jetzt, beziehungsweise fahren jetzt zur Hermannstraße, heißt es so, und gehen zu einer Silent Disco. Ich bin sehr gespannt. Ich war noch nie bei einer Silent Disco, Diana und ich. Nee, aber ich freue mich. Stimmt, Diana trägt halt keine Brille. Ich habe halt keine Brille auf, weswegen ich mich ein bisschen lost fühle, ein bisschen blind, vor allem nachdem ich ein bisschen getrunken habe. Ja, ich freue mich, dass schon wieder da ist. Ich habe Julina ganz doll lieb. Ich auch. Also ich habe dich ganz doll lieb. Mich. Ich muss aber eigentlich ganz dringend auf Klo. Ups. Ja, ich hoffe, dass wir hier gleich losfahren. Hoffe ich auch. Ich habe keine Ahnung, wann wir losfahren. Es tut mir leid. Ja. Aber Dianas Uni ist auf jeden Fall cool. Generell ist so voll der Vibe für die netten Menschen da. Das ist ja. Es ist wieder ein neuer Morgen. Wir haben jetzt Samstagmorgen. Was heißt morgen? Es ist schon 11.38 Uhr, um Gottes Willen. Für mich ist es morgen. Nee, für mich ist es so spät. Ich hasse es, so spät aufzustehen. Aber wir waren ja gestern bei der Silent Disco, was mega, mega, mega cool war. Ja, wir waren da. Wir sind um kurz vor 3 nach Hause gekommen, oder? Kann das sein? Also du bist auf jeden Fall um 3:30 schlafen gegangen. Ich bin um 3:30 schlafen. Oh, so spät. Naja, aber es war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ich gehe jetzt in die Uni den ganzen Tag zum Lernen, weil ich habe so viel zu tun. Um Gottes Willen, wir haben gerade schon so ein Video über Prokrastinieren geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein TED-Talk. Und mein Panikmonster kommt gerade sehr raus. Ja, und was machst du? Wie begeistert du davon jetzt bist. So ein TED-Talk bestimmt mein Leben seit 3 Jahren oder so. Oh, wow. Ja. Und was machst du jetzt, während ich in die Uni gehe? Also ich glaube, ich gehe ins Naturhistorische Museum. Als kleiner Museumsnerd. Boah, das ist unser sehr, sehr leckeres Essen und wir schauen jetzt währenddessen den Film. Freust du dich? Ich hab Hunger.
Hallo, wir melden uns mal wieder ganz gestresst. Es ist 9.40 Uhr. Ich war heute Morgen schon im Gym. Ich habe heute Morgen schon geschlafen. Und auf jeden Fall haben wir uns jetzt gerade fertig gemacht. Sorry. Und gehen jetzt in ein Café, beziehungsweise ich gehe direkt ins Café. Julina macht erstmal eine Wien-Tour. Und genau, dann bleiben wir basically den ganzen Tag im Café, lernen, sind produktiv. Und ja. Arbeiten. Ja, ich freue mich. Und ich zeige euch kurz mein Outfit. Das ist mein Outfit heute und das ist Julinas Outfit. Sehr basic, ich habe noch einen Blazer. Wir sind irgendwie komplett contrary. Das ist, ich weiß nicht, ich finde das toll irgendwie. Meine helle Hose ist dreckig. Was? Oh. Meine helle Hose ist dreckig, deswegen. Ich hatte vorhin eine Vorlesung, bin jetzt in die Bio-Programm zum Lernen, aber habe bis jetzt noch nichts geschafft. Ich fahre jetzt auf jeden Fall runter, weil es einen Würstelstand gibt, wo es auch vegane Würste gibt. Richtig cool. Es gibt einfach vegane Würste, richtig cool. Wir haben uns in der Sonne gechillt, weil so schön das Wetter ist. Aber jetzt müssen wir weiter lernen. Hallo, ich bin jetzt wieder zu Hause. Es ist mittlerweile 9.20 Uhr. Ich hatte tatsächlich heute den ganzen Tag eigentlich Vorlesung oder sollte lernen. Ich habe eventuell in den Zeiten nicht so viel gelernt, weil sehr schönes Wetter war und ich mit meinen Freunden ein bisschen draußen am Campus gechillt habe. Aber naja, die Prüfung ist erst morgen um 3 und ich glaube, sie wird auch relativ einfach. Hoffe ich zumindest. Aber ich werde jetzt versuchen, auf jeden Fall noch ein bisschen zu lernen. Julina ist noch mit einer Freundin draußen. Und zwar schläft jetzt noch eine dritte Person bei mir, die ich persönlich nicht kenne. Ich bin sehr braindead gerade, ich bin sehr müde. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich lerne jetzt. Morgen habe ich meine Prüfung. Und morgen Abend wollen wir aber auch wieder zum Cocktailstand gehen und dann eventuell im Club. Ich freue mich drauf. Ich hab gleich Prüfung. Ich bin nervös. Ich habe mir gerade noch einen Taschenrechner ausgeliehen, weil ich meinen natürlich vergessen habe. Jemanden getroffen, der meine YouTube-Videos tatsächlich davor geschaut hat. Möchtest du kurz Hallo sagen in die Kamera? Hallo. Okay, ich wurde gerade dazu verdonnert zu vloggen, weil ich stehe ganz rechts. Ich habe aber keine Stimme, deswegen weiß ich nicht, warum, also ob das so eine gute Idee war. Wir gehen jetzt brunchen. Genau, wir waren gestern Abend unterwegs und jetzt gibt's Brunch. Wir sind alle richtig am Verhungern. Aber das Wetter ist so toll. Wenn ihr das sehen könnt, das ist wirklich
ist aber richtig, richtig schön. Ist auch gar nicht unangenehm. Ich weiß nicht, wie lange ich schon nicht mehr gevloggt habe. Ja, also es wird Zeit. Old days, good old days, ja. Ich mache später ein YouTube-Video, das wird cool. Das müssen wir hoffen, dass wir das schaffen. Ja, was haben wir denn heute vor? Wir wollen Fotos machen auf jeden Fall. Wir haben noch keinen Plan. Der Plan los geht, das sage ich doch schon die ganze Zeit. Das ist übrigens Isa. Isa kommt auch aus Hannover, so wie ich. Ich glaube, es ist gottlos laut. Ich glaube, ich verstehe gar nichts hier. Aber... Postkarten, ganz schön, vintage, altmodisch, ich finde es toll. Keine Ahnung, was gerade der Plan ist, aber wir laufen gerade ein bisschen in der Innenstadt rum. Es ist ganz schön und das Wetter ist ganz, ganz, ganz toll.